kaltes Wasser reinigen in Richtung. Der Müller hat ja damals auch so was gehabt. Das ist eine Filtermatte von 1910. Ist natürlich noch nicht typisch hergestellt, sondern noch aus Ziehhaar. Der italienische Langhaarzieher ist ja reserviert worden. Das hat der Müller sogar damals tatsächlich aus Italien gemacht. Das hat man selber mitgebracht mit der Wanderschaft. Und das fand der Müller ja auch ganz toll. Das Problem war allerdings, dass Sauermann mit Kuchen und Pest. In der Presse sind senkrecht drin. Selber die Form senkrecht in der Freien und Zähne mit Kaltplatten. Dafür müssen die Seile noch festmachen. Und dafür sind wir den Hammer hier. Jetzt kommen wir noch zum schwierigsten Teil der Arbeit, nämlich das Pressen dieser Formen. Eine solche Pressform gibt es hier auch noch ganze 15 Kilogramm. Da sieht man den Dinger nicht an, aber damals, 1910, hat man noch gebaut für die Ewigkeit und man merkt das ja, die haben die Form immer noch, also 100 Jahre mittlerweile alt. Oh, sehr massiv, auch noch richtig guter Pressestein drin verhalten worden. Damit sie unser Recht.